Hallo meine sehr geehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir haben im letzten Part noch den elektrischen Ofen fertiggestellt und heute wollen wir den in Betrieb nehmen. Und hier haben wir ein bisschen Steel Dust herausbekommen. Ich habe das hier nochmal ein bisschen umstrukturiert. Jetzt geben wir hier das Erz rein. Hier kommen dann die Dusts raus, da wird es dann geschmolzen und hier kommen dann die fertigen Ingots raus. Ja, jedenfalls. So, was wollte ich sagen? Genau. Wir müssen jetzt mal noch ein bisschen Stahl durchschmelzen. Und jetzt können wir das Windrad schon abbauen. Denn wir setzen das Windrad jetzt hier hin. Weil dann können wir beides bepowern. Das und das. Weil jetzt craften wir uns Kabeln. So, warum hat der noch irgendeinen Ausgang hinten? Brauchen wir ja eigentlich nicht. So, zack. Weg damit. So, dann haben wir die drei Stahldinger schon durch. Und zwar craften wir uns solche Kabeln hier. Kriegen wir 8 raus. Und damit können wir jetzt das Windrad eben mit dem Pulverizer und mit dem Redstone Furnace verbinden. Und jetzt haben wir eine automatische Produktionskette. Der schmeißt die Ingots dann da rein. Da kommen hier kommen die, na, sag schon, hier kommen die Dusts rein, genau, und hier oben geben wir die Erze rein und dann hat sich die ganze Geschichte. Somit können wir auch die Kohle besser verwerten als das, denn die brauchen wir jetzt nicht mehr. Jawohl, fertig. Und das brauchen wir auch nicht mehr, denn das können wir auch bepowern mit Hilfe von der Windmühle. Ob die das alles auf die Reihe kriegt, weiß ich nicht genau, aber ich denke schon. So, da haben wir noch mal ein bisschen Steel Dust dann. 2 an der Zahl, wenn es sich ausgeht. Ja, das sollte sich locker ausgehen. Jawohl. So, dann können wir uns noch mal schnell ein bisschen was achso, den hauen wir mal da schnell rein. Ah ja, wir können auch noch eine Input-Kiste machen. Ich überlege gerade, ob das Design da jetzt gerade wirklich so gut war. Weil ich kriege die Kiste halt jetzt gerade gar nicht auf. Vielleicht machen wir es. Nee, das kann ich auch nicht machen. Doch, so können wir es machen. Pass auf. Wir machen das so. Wir bauen das mal kurz ab. Wir bauen das mal kurz ab. Sammeln das ein. Die Kisten auch ganz kurz. So. Zack. So. Wie wollte ich das jetzt machen? Genau. Ich wollte eine Kiste hier drüber stellen. Über den da. Dann geben wir den Pulverizer direkt daneben. Dann, genau, hier können wir Cobblestone auffüllen. Dann setzen wir diese Kiste hier. Zack, eins weiter nach oben. Zwar hier hin. Genau. Und diese Kiste hier bauen wir auch nochmal schnell ab. Die setzen wir. Na, okay. Kein Platz mehr. Die setzen wir dann. So, zuerst kommt der Furnace dran. So, der kommt hier hin und die setzen wir dann dahin. Jetzt haben wir hier eine Input-Kiste und hier eine Output-Kiste. Jawohl. So gefällt mir das ganz gut. So, weil dann haben wir hier auch immer einen kleinen Puffer dazwischen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit den Kabeln verbinden. Pulverizer sollte eigentlich schon. Ah, okay. So, hier haben wir den Input und da drüben den Output. Jawohl. Der zieht sich das wieder automatisch nach. Automatisch rein. Gehen wir wieder die Erze hinein. Genau. Haben wir hier eine Zwischenkiste mit den ganzen Dust. So, den Steel Dust legen wir mal direkt in den Ofen hinein. Hat sogar noch ein bisschen Energie. Hier haben wir den Input. Der Output bleibt ja gleich auf der Seite. Jawohl, dann haben wir so eine kleine
aber feine Produktionskette eingerichtet. Das können wir noch wegnehmen. Das brauchen wir nicht. Genau. Schon läuft das Ganze. Aber da unten brauchen wir noch ein Käbelchen. Hier. Da. Brauchen wir noch ein Kabel, damit der Redstone Furnace versorgt wird. Und somit haben wir die Produktionskette eigentlich... Ah ja, Auto Input, genau. Fertiggestellt. Sehr gut. Haben wir wieder ein Teil weniger. Gut, als nächstes würde ich gerne schauen, wie man diese Cleaning Station herstellt. Cleaning Station. Genau, das ist ja nämlich... Ah, da brauchen wir Glasscheibe, Eisenblöcke. Uiuiui. Das ist ziemlich teuer sogar. Also kommt mir zumindest ziemlich teuer vor. Weiß ich nicht, ob das wirklich so teuer ist. Schauen wir mal, wie viel Eisen wir denn rausbekommen. Ich tausche das mal ganz schnell um, damit wir da ein bisschen schneller das Eisen rausbekommen. So, zack. Das ordnen wir auch mal schnell. Nickel, okay. Keine Ahnung, wofür wir das dann brauchen werden. So, inzwischen haben wir da Stahl bekommen. Jawohl. Und aus diesen zwei Stahl können wir uns wieder ein paar Kabeln leisten. Habe ich jetzt eigentlich schon alles Holz verballert? Nein, 4 Holz habe ich noch. Das reicht für keine weitere Kiste leider. Aber das ist ja nicht so schlimm. Zack, das sortieren wir mal. Das sortiere ich ein. Den Kupferstaub geben wir da hinein. Der Clay kommt da hinein. So, wir brauchen ganz viel Eisen und eine Glasscheibe. Das Glas können wir auch mal, also den Sand, wo ist der Sand? Da, 1, 2, 3, 4, 5, upsie, 4, 5, 6. Da können wir aber nochmal einen ganz normalen Ofen schnell aufstellen und das Glas so durchschmelzen. So, eine Cleaning Station. Redstone Bucket. Einen Wassereimer haben wir eh hier. Gut. So, was gibt's denn eigentlich sonst noch? Was können wir uns nochmal? Genau, den Alloy Smelter hätte ich auch noch ganz gerne. Dazu brauchen wir. Okay, Simple Machine Cases. Grains of Infinity. Wie macht man. Aha. Interessant. Das wusste ich gar nicht, dass wir das brauchen. Okay. Gut. Na, dann müssen wir uns wohl runter zum Bedrock graben, bevor wir den Alloy-Smelter bauen können. Also craften, nicht bauen. Bauen ist immer so ein... Ich weiß nicht, ob das wirklich falsch ist, aber es die korrekte Bezeichnung ist halt craften. Weiß ich nicht genau, ob craften nicht sogar bauen heißt. Aber ich glaube, craften heißt so viel wie herstellen, wenn ich mich recht entsinne. So, dann haben wir die 6 Glas. Können wir die Glaspane machen. Jetzt brauchen wir nur noch das Eisen. Ah, es ist schon durchgeschmolzen. Das geht ja wirklich ruckzuck. Einmal und zweimal. Ja, das geht sich locker aus. Gut, und schon können wir die Cleaning Station herstellen, glaube ich. Cleaning Station. Ah, das Redstone haben wir gerade nicht im Inventar. Da haben wir aber genug, das weiß ich. Jawohl, da ist die Cleaning Station. So, wo stellen wir die hin? Ich würde sagen, dann machen wir uns hier so ein Abteil. Okay. Was muss ich da eigentlich reinfüllen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da gerade blind in die ganze Sache rein. Aber schauen wir mal. Ein Fass. Wie kriege ich denn das? Oder was mache ich denn damit? Nichts. Okay. Damit mache ich nichts. Was mache ich da? Damit? Ah, da. In der Cleaning Station. Und daraus kriegen wir dann
Aha, okay, daraus kriegen wir Skelette. Aber wie kriegen wir DNA? Schauen wir mal. DNA. Zum Beispiel jetzt das hier. Wie kriegen wir den? So. DNA-Nukleotid und ein Storage Disk. Okay, und wie kriegen wir die? Okay. Was mache ich mit der? Ah, DNA-Sequencer brauchen wir. Anscheinend. Und da legen wir dann Knochen rein, oder? Wie funktioniert das Ganze? Nein. Wie kriegen wir das? Aha, okay, also Fossil Grinder brauchen wir. Okay, wir brauchen einen Fossil Grinder. Schauen wir mal, was wir für den Fossil Grinder brauchen. Fossil Grinder. Da haben wir den Grinder. Lapis, Iron Blades, Iron Rod. Ja, gut, das sollte ja nicht eigentlich gar nicht allzu schwer herzustellen sein. Das machen wir noch schnell. Einstweilen können wir uns mal ein Bucket, einen Wassereimer nehmen und das Ganze, die ganzen Fossilien hier reinlegen. Zwar hätte ich gerne zuerst mal die Brachiosaurus und dann die hier. So, legen wir zuerst mal die hier rein. Da können wir einen Bucket nachfüllen. Und hier sehen wir auch schon, wie die Fossilien gewaschen werden, das ist ja cool. So. Gut, das craften wir nochmal schnell. Brauchen wir. Haben wir einen Stick irgendwo? Jawohl, da haben wir den Stick. So. Das. Dann. Okay, da fehlen uns jetzt ein paar Sticks. Aber kein Problem. Können wir ja aus dem machen, glaube ich. Hoffe ich. Nein, okay, können wir nicht. Aber kann ich aus dem Sticks machen? Nein, okay. Ja gut, das ergibt kein Problem, weil wir haben ja noch genug Holz zur Verfügung. Und ich lege mich mal schnell hin, bevor uns die Monster nerven. Das würde ich schon noch gerne in dieser Folge hinbekommen, dass wir das fertig craften. So, zack, dann die Iron Rod. Haben wir auch fertig, haben wir gleich vier davon. Dann brauchen wir ein bisschen Lapis, einen Piston. Ach nein, scheitert es jetzt wirklich an dem einen Holz? Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, gut, Leute, dann machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Weil sonst kriegt ihr nicht alle Nachrichten oder keine Benachrichtigung, wenn ein neues Video rausgekommen ist. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann und ciao.